Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem Wandervideo-Spezial. Ich laufe heute den Qualitätswanderweg 6 Kuppensteig. Dieser ist 37 Kilometer lang. Das wird eine Zweitagestour. Ich werde irgendwo im Wald übernachten, aber das seht ihr dann später. Der Start ist eigentlich überall möglich, oder der Einstieg besser gesagt. Da ich an Steinach wohne, bietet es sich an, auch an Steinach zu starten. Ich starte hier am Marktplatz und ich würde einfach mal sagen, let's go und viel Spaß beim Video. Die Markierung auf diesem Weg ist 6 Kuppensteig, K6, entweder wie hier auf Holzschild oder an Masten oder an Bäumen K6. Das erste Nordziel ist die Schutzhütte Milonsruh. Ich starte hier auf 498 Meter Höhe und die Milonsruh liegt auf 820. Wir laufen vorbei am Stadion Steinach. Das Tor ist auf. Wir gehen auch mal rein. Ganz kurz zumindest. Rasen wieder schön gewachsen. Ist ja auch lange nicht gespielt worden. Und hier vorne Mitte der 60er Jahre was Historisches statt. Die BSG Motor Steinach spielte von 1963 bis 1965, also zwei Spielzeiten, in der höchsten Spielklasse der DDR, in der DDR-Oberliga. Beim Heimspiel gegen die BSG Motor Jena kamen 25.000 Zuschauer ins Stadion. Und wer auf Action steht, kann sich hier im Hochseilgarten austoben. Und auch, wir haben hier auch einen Skiflyer, da kann auch wie die Adler die Chance runterspringen, natürlich gesichert über ein Seil. Zur Einweihung dieser Anlage oder vom Skiflyer war Jens Weißflog zu Gast. Ach ja, übrigens, heute ist der 12.06.2020, es ist 7.48 Uhr. Bin schon gut eine Viertelstunde unterwegs. Der frühe Vogel fängt den Wurm. Es soll auch sehr warm werden, deswegen bin ich auch so früh weg. Die Vögel zwischern, es ist schon wieder herrlich. Jetzt war ein bisschen anstrengend jetzt hier. Weil der Höhenunterschied ist eigentlich nicht gewaltig, aber schon groß. Wie gesagt, Marktplatz 498 Meter Höhe. Und ganz hoch müssen wir auf 842. Könnt ihr euch ausrechnen. Aber alles wird gut. Und immer schön auf die Markierung K6 achten, da kann man sich gar nicht verlaufen. So, als nächstes erreichen wir die Mittelstation der Skiarena Silbersattel. Im Winter kann man hier Skifahren oder Snowboard oder wie auch immer. Und im Sommer kann man sich hier von Sportgeräte ausleihen, Mountainkarts fahren, Fatbike-Roller. Und auch für die Biker gibt es hier einige Strecken mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. Und von hier aus haben wir auch schon einen bisschen besseren Blick nach unten in die Stadt. Noch ein bisschen diesig, aber da unten hat die Reise begonnen. Auf der linken Seite neben der Schneekanone seht ihr den Steilhang, das steilste Stück hier in der Skiarena. Und auf der rechten Seite den Funkenmast, da müssen wir hin. Das ist das Ziel. Da ist auch die Schutzhütte, die Milo und so, was ich vorhin schon erwähnt habe. In diesem Sinne, weiter geht's. Der Weg von der Mittelstation Richtung Villberg wird auch inoffiziell als Skulpturenpfad genannt, weil auf dem Weg nach oben stehen hier mehrere Skulpturen aus Holz geschnitzt. Ich werde euch einige zeigen. Hier steht schon einer. Natürlich stehen auch für die Biker diverse Attraktionen zur Verfügung, wie hier eine schöne Kurve. Hier unten ist noch eine. Da kommen die mit Schwung hier runter und kacheln da drüber. Aufgrund der Borkenkäfer-Situation hat man jetzt hier auch einen schönen Ausblick, sage ich mal, weil das war vor Jahren noch nicht.
dass man hier ins Tal schauen konnte. Da war alles zu. Unten ist wieder der Marktplatz auf der linken Seite. Und es strengt trotzdem ganz schön an. Noch etwas diesig, aber die Sonne kommt durch. Wird ein schöner Tag, eine super Wanderung. Ja. Und der Thüringenforst, vielleicht hören wir uns, macht ja unendlich, unermüdlich. Holz macht den Borkenkäfer, versucht dagegen anzukommen. Ja, ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aber ich denke mal, wird ähnlich sein. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Viel Borkenkäferbäume bei euch, ja oder nein? Und solange ihr schreibt, laufe ich weiter. So, ca. 3 Kilometer von der 37 Kilometer Wanderung sind geschafft. Ich habe ungefähr eine Stunde gebraucht. Ging ja auch nur gleich hoch, gleich auf. So, da oben die Hütte, das ist die Bergstation der Skiarena. Da laufen wir dann vorbei, weil wir müssen jetzt da nach links abbiegen. Dieses Gelände werden viele von euch kennen, sowohl in positiver als auch in negativer Hinsicht. Das ist die Filbergbaude. Dies hat neue Besitzer. Ja, die wollen das Ding wieder reaktivieren. Bis zum Frühjahr 2021 wird im Außenbereich ein kleiner Kiosk entstehen. Da gibt es dann so Kleinigkeiten, denke ich mal, Essen und Trinken für die Wanderer und für die Biker. Finde ich eine coole Sache. Und des Weiteren ist geplant, dass maximal 10 Hütten noch entstehen zum Übernachten hier. Und noch Seminar- und Tagungsräume. Finde ich eine coole Geschichte. Und viele werden das ja auch noch kennen, die alte Schiffschaukel. Oder auf der anderen Seite dieses Karussell hier. Bis zur Milionsruhe sind es jetzt noch 2 Kilometer. Es ist noch ein bisschen ein schwerer Anstieg, wo jetzt kommt. Aber dann ist man oben auf der Höhe. Ja, das Gebiet hier ist alles mit Schiefer eingedeckt, wie ihr seht. Das hier ist ein Abraumholde, weil hier wurde früher Schiefer abgebaut. Steinach ist auch bekannt gewesen für seine Griffelproduktion. Die gingen in die ganze Welt, überall hin. So, hier schon mal ein kleiner Vorgeschmack von den Aussichten auf diesen 37 Kilometer Rundweg. Und da bin ich noch nicht ganz oben. Puh. Noch ein bisschen diesig in der Ferne. Hier ist es schon klar, aber man kann trotzdem weit sehen. Es ist sehr schön, es ist herrlich. Die Sonne scheint. Fast Kaiserwetter.
So, ich habe es geschafft, ich bin endlich auf der Höhe. Jetzt geht es großteils wirklich nur noch leicht bergab und leicht bergauf, also eben eigentlich. Das war auch das anstrengendste Stück. Zum Glück ist es am Anfang gewesen. So, ihr habt ja gerade gesehen, wenn man hier oben ist, muss man 3 Runden rumlaufen. Warum, weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall ist Kuppe 1 damit abgehakt, weil das ist hier die Kuppe 1. Das erste Zwischenziel, die Milunsruh, ist in greifbarer Nähe. Von da hat man auch einen herrlichen Ausblick. Den seht ihr jetzt. Na, ist das herrlich oder ist das herrlich, dieser Ausblick? Echt Wahnsinn. So, wir verlassen die Milunsruh und laufen in Richtung Steinheit. Es geht schön eben. Wie gesagt, ich habe jetzt den größten Anstieg hinter mir. Es ist einfach nur schönes, entspanntes Wandern. So, bis Steinheit sind 7 Kilometer. Das ist wieder so ein Nordziel. Und Tagesziel ist dann Neuhaus, 14 Kilometer. Ist das herrlich. Quasi unendlich weiten Wanderwege. Die Vögel zwitschern, das Wetter ist schön, keine Zivilisation, absolute Ruhe, oh, einfach nur traumhaft. Und auf der gesamten Strecke gibt es hier so kleine Schutzhütten wie hier, auch größere. Die zeige ich euch dann alle, die Milunsruh habt ihr schon gesehen. Ja, und immer schön der Ausschilderung folgen, K6. So, jetzt sind wir an der Stockwiese und bis Steinheit nur noch 1,5 Kilometer. So, kurz vor Steinheit, da gibt es ja auch nochmal einen schönen Fernblick. Ah, es ist herrlich, ey. So, liebe Leute, Kuppe Nummer 2 erreicht, das Kieferle, mit 868 Meter über normal 0. Und ich zeige euch gleich noch was. Und zwar diesen herrlichen Ausblick. Hier hat sich jemand wahrscheinlich eine Räuberhöhle gebaut, wie es aussieht. Sogar mit Zeichnung. Ein Schiff. Oh, cool. Ja, und das ist jetzt die Schutzhütte Kieferle. Eine Bank, ein Tisch, einmal frei. Hier werde ich was essen und den herrlichen Ausblick genießen.
So, ich stehe auf dem ehemaligen Gelände der Roten Armee auf dem Kiefele. Wie man hier sieht, ja, nichts mehr, schon wieder zugewachsen alles, keine Gebäude mehr, gar nichts mehr. Hinten ist eine wasserwirtschaftliche Anlage und dann ganz da hinten ist noch eine Stromversorgung, die wird nicht mehr funktionieren, so wie es ausgesehen hat. Ansonsten ist hier, ja, nichts mehr. Das Einzige, was noch zu sehen ist, die Überreste halt, ist das Metalltor und noch ein paar Betonklötze, aber mehr auch nicht. So, wir verlassen das Kieferle und laufen dann weiter durch Steinheit durch. Aber bevor wir weitergehen, genießen wir noch mal einen Blick. Hier wieder eine kleine Schutzhütte des SC Steinheit. So, es gibt wieder einen schönen Ausblick und zwar auf die Staumauer von Scheibe-Alsbach von dem Stausee. Und wieder eine Schutzhütte, die Steinheiter Hütte. Mit Mülleimer sehr gut. So, der Weg von der Schutzhütte oder von der Steinheiter Hütte zur Hütte Weidmannsheil hat es noch ein bisschen in sich. Ihr seht sogar, es geht hier ein bisschen wieder bergauf und alles mit Stein. Es ist hier naturbelassen, der Wanderweg. Finde ich auch schön. Kuppe Nummer 3 erreicht am Rollkopf, 849 Meter über normal 0. Und hier die nächste Schutzhütte, Weidmannsheil. Aber schaut euch mal den Ausblick gleich an, das ist ja mega. Das wird mega. Boah, fett hier. Boah, auf den Stausee, mega Ausblick, ey. Und da unten ist die Staumauer. Und von da drüben irgendwo, in dem Bereich, habe ich auf die Staumauer geschaut. Ich bin einmal drum rumgelaufen, mehr oder weniger.
So, ich muss weiter. Nützt ja nichts, auch wenn es hier mehr als herrlich ist. Also ihr seht ja, die Mega-Schutzhütte, die Anlage hier gepflegt, Mülleimer da, alles super. Und im Hintergrund der Stausee und die Berge. Es ist mega geil. Tja, nützt nichts. Weiter geht's. So, hier die nächste Schutzhütte. Auch schön. So, jetzt sind es noch circa 1,5 Kilometer, bis ich das Tagesziel dann erreicht habe. Ich werde noch einen kleinen Absacker machen und euch einen wunderschönen Ausblick zeichnen. Aber das seht ihr dann. Ja, ich denke mal gleich. So, jetzt bin ich extra einen Kilometer Umweg gelaufen für diesen schwachsinnigen Ausblick. Das ärgert mich gerade ein bisschen, weil ich habe im Internet Bilder gesehen. Da stehen hier Tafeln rum. Und da machen hier alles frei. Aber ja, ist halt so. Naja, nicht so schlimm. Weiter geht's. Und hier wieder eine kleine Schutzhütte. Schmiedsgeräumte. Und das hier ist die Quelle der Steinach. Diese fließt durch meine Heimatstadt mit demselben Namen. So, ich bin auf dem Weg zur Kuppe Nummer 4, Bornhügelkuppe, auch 146 Meter hoch. Nicht zu übersehen ist der markante Wasserturm auf der höchsten Erhebung der Rennsteigstadt. Da ich kein Schild gefunden habe, wo drauf steht Bornhügel, habe ich jetzt einfach hier so ein Bild gemacht mit der Wetterstation im Hintergrund. Kuppe 4 erledigt, abgehakt, check. So, hier wieder eine kleine Schutzhütte an der Vereinsquelle. Gehört ein Verein. Aber sauber und gepflegt. Und mal sehen, ob die Quelle noch funktioniert. Ja, die läuft. Hier. Und damit hallo am Wächtersteich. Die kleine Schutzhütte da drüben, jo, da drin werde ich heute Nacht schlafen. Gehen wir mal rüber. So, ich stehe jetzt ja genau vor der kleinen Schutzhütte. Aber was mir hier nicht gefällt, ja, hier gefällt mir eigentlich gar nichts sozusagen, weil, wo fange ich denn an? Ja, hier werden Feuer geschürt, gut, Wasser ist gleich in der Nähe, ist noch okay. Aber was gar nicht geht, ist, ja, ist das hier, das ist Wahnsinn. Das geht gar nicht. Ich weiß nicht, ob ich hier bleibe oder ob ich wieder hochgehe, weil das gefällt mir nicht. So, es ist 19.30 Uhr, ich bin jetzt genau 12 Stunden unterwegs, heute früh mal auch bin ich weg. Ich werde jetzt einfach mal sagen, ich lasse das jetzt den Abend schon ausklingen und wir hören uns und sehen uns morgen früh wieder. In diesem Sinne, bis morgen, ciao. So Leute, ich sitze im Zug, ich muss das abbrechen. Mein Knie ist immer dicker geworden, es geht nicht mehr, ich habe die Reißleine gezogen, ich fahre jetzt nach Hause, ich muss mich erstmal ausruhen. Den Teil 2 mache ich dann später. So ist es eben. Ciao. Jo, und damit hallo, sage ich nochmal zu Teil 2 jetzt da vom K6-Steich. Ich wollte hier eigentlich übernachten, ihr habt es sicherlich mitbekommen, aber mein Knie hat riesengroße Probleme gemacht. Es ging wirklich nichts mehr. Ich merke es immer noch, aber jetzt machen wir Teil 2.
Ich bin neu aus Igelzieb ausgestiegen. Jetzt laufe ich so ein bisschen durch die Ortschaft. Ist nicht viel. Dann geht es wieder schön in die Natur, in den Wald. Ach ja, das Wetter ist wieder traumhaft. Mein Knie, naja, es geht noch nicht so richtig, aber besser als letztens. Unterwegs gibt es natürlich auch viele Einkehrmöglichkeiten, wie hier Gosthaus Hirsch. Ich werde euch noch ein bisschen was verlinken. Jetzt muss ich ja schon mal sehen, wo es hier lang geht. Achso, da lang. Ja, ich werde euch ein bisschen was verlinken von Stadt zu Stadt. Seht ihr dann alles in der Beschreibung. Hier auch wieder eine Schutzhütte, habe schon einige euch gezeigt. Hier noch eine, auch schön, jawohl. Hier beim Thunbaumarkt in Neuhaus gibt es auch eine Schutzhütte. Was ist dieses nette Stück hier? Auch schön. Ich bin jetzt von Neuhaus Igelzieb nach Ernstthal gelaufen. Das sind nur ein paar Meter, ging auch schön chillig. Wie gesagt, überall ist ein Bahnhof, man kann überall zusteichen. Es ist einfach traumhaft. Und das Wetter passt noch. Herrlich. Hier ist ein wundervoller Park umgelegt, wie ihr seht. Mit Sitzbänken, riesengroßen Rhododendron, geschnittenen Bäumen. Einfach herrlich. Und die auch wieder eine, ja, mehr oder weniger Schutzhütte. Das heißt Schutzhütte, ja, Sitzplatz eigentlich nur, aber ist egal. Hauptsache es ist was da und es ist schön gepflegt. Es ist kurz nach 8:30 und es ist eigentlich schon wieder, ja, viel zu warm. Die Sonne scheint, 3 Wölkchen, 4, 5, also fast Kaiserwetter, perfekte Bedingungen. Ich laufe jetzt in Richtung der Sommerrodelbahn in Ernstthal, das ist auch ein Ausflugsziel. Tja,
Herrlich. So, jetzt haben wir ein paar mehr Sitzmöglichkeiten und auch wieder eine Schutzhütte. Ach, hier ist ein großer Parkplatz. Hier ist eigentlich so ein bisschen Ausflugsziel mehr oder weniger. Hier kann man schön parken und schön wandern. Da drüben ist noch ein, da ist es ein Denkmal. Hier die Schutzhütte. Papierkorb da, Hundebeutel, die Toiletten da, alles super. Da drüben ist das Wintersportdenkmal, glaube ich, heißt das Ding. Nicht nur hier, sondern eigentlich überall stehen solche Stämme, wo alles ausgeschildert ist. Man sieht es ja. Und das, mein Ziel ist auch die Bergmannsklause, das ist dann schon. Ja, die Gruppe 6, da bin ich schon fast am Ziel. Auch hier wieder schön zu sehen, wie alles schön ausgeschildert ist. Die Bergmannsklause ist noch ein bisschen entferntes Ziel. Das sind 6,3 Kilometer, wie ihr seht. Da ist dann der Rundwanderweg dann ja fast erledigt, sage ich mal jetzt. Aber bevor es weitergeht, hier noch das Denkmal. Das Denkmal ist für die Gefallenen aus dem Ersten Weltkrieg vom Thüringer Wintersportverband. Habe ich auch schon ein separates Video drüber gemacht. Das verlinke ich euch mal. Ich mache jetzt noch einen kleinen Absauger zur Kieselbachquelle. Aber das seht ihr genau jetzt. So, in der Mitte seht ihr das Glaswerk Ennstal und am linken Bildrand, genau hier ist der Funkturm von Blessberg, oder das ist der Blessberg und genau hier, das war die Kuppe Nummer 4 mit dem Wasserturm und die Wetterstation. Und hier ist die Kuppe Nummer 5, der Paubenheimer Berg mit 835 Meter über Normal Null. Hier ist die, also auch die Bergstation von der Sommerrodelbahn und hier der Blick nach Lauschau und auch wieder genau zwischen dem Gehänge hier sieht man auch wieder den Wasserturm in Neuhaus und die Wetterstation. Echt schön hier. Kiosk, Toilette und so weiter und so fort. Und hier guckt man dann an mit dem Schlepplift. Und auf der rechten Seite geht es dann wieder nach unten. Auf der Sommerrodelbahn. So, und hier schlängelt sich die Sommerrodelbahn den Berg runter. Und hier sehen wir jetzt genau oben drüber. Einmal hier. Und einmal hier. Und da heizen sie dann schön den Berg runter. Ist auch ein schönes Ausflugsziel. Und da oben ist die Bergstation.
Bis zur Bergmannsklause sind es noch 4,6 Kilometer und hier wieder eine kleine, aber feine Schutzhütte. Und hier wieder eine kleine Schutzhütte. So, und ihr könnt euch denken, was jetzt kommt. Genau, die nächste Schutzhütte. Und zwar Grenzstein, 752 Meter bin normal 0. Da mache ich erstmal eine Pause. So, hier haben wir schon mal einen schönen Ausblick auf Lauscher. Und da, Moment, da oben sind wir vorhin vorbeigelaufen. Also wir sind eigentlich komplett, auch da sieht man es noch schöner, das ist das Glasberg, wir sind einmal komplett hinten rum gelaufen um den Berg. Hier die große Sprungschanze von Lauschau, die ist, glaube ich, nach dem ehemaligen Bundestrainer Reinhard Hess benannt. So, jetzt sehen wir mal hier die Schanze komplett und hier den Tisch, wo sie abspringen. Und hier noch eine Schneekanone aus 1850 so ungefähr, uralt. Es gibt ja noch mehr Schanzen hier, da unten die kleineren. Und hier das Teil, wo Küstritzer drauf steht, ABCDE, da ist der Schöri-Turm, ganz einfach gesagt. Und hier sieht man schön die Anlauflogen, 1, 2, 3, 4, 5, geht bis 26. So, von etwas weiter oben hat man auch einen schöneren Ausblick. Ist schon relativ steil, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ah, wieder ein herrlicher Blick ins Steinachtal. Cool. Und das wird man nicht sehen, aber, Moment, genau, doch, man sieht es ganz leicht. Genau hier ist der eine Antennenmast bei der Milonsruhe. Und da drüben, war ich vor ein paar Tagen, als ich den ersten Teil gemacht habe. Das geht von Berg zu Berg, ja, deswegen auch 6-Gruppensteig. So logisch. Und wir müssen dann da auch hinter gleich. Ich habe gerade auf dem Schild gelesen, dass die Bergmannsklause erst am Mittwoch aufhört. Heute ist Dienstag. Ciao, da kann ich dann nicht hin. Gut, es liegt auch eigentlich nicht auf der Strecke. Ich war ja schon mal da. Ich verlinke euch das Video oder ich setze es in die Beschreibung. Da ist ein schönes Tiergehege und schöne Pflanzen. Ist echt super da. Und das Essen ist auch lecker.
So, die letzte Kuppe ist nicht mehr weit. Aussicht vom Großadierberg. Hier wird überall Holz gemacht. Und hier noch wieder einmal eine kleine Schutzhütte. Noch 150 Meter bis zur letzten Kuppe. Da gibt es wieder einen herrlichen Ausblick. So, da ist schon mal das Gipfelkreuz von der letzten Kuppe, die Nummer 6. Großer Dierberg, 806 Meter über normal 0. Und jetzt schaut euch doch mal diesen mega Ausblick an. Ich fange mal jetzt eher links an und schwenke so ganz entspannt rum. Da in der Mitte sieht man die Windräder, ich hoffe man sieht es, weiterhin sind noch welche. Da unten ist Steinach. Da sind auch noch Windräder. Das ist ein mega Ausblick, oder? Zeige ich euch noch. Hier Aussicht Pump, 806 Meter bei normal 0. Und somit habe ich alle 6 Kuppen ja, erfolgreich bewältigt, sagen wir es mal so. Und hier gibt es auch noch eine Platte, eine Schieferplatte, wo die ganzen Entfernungen draufstehen. Fangen wir mal, Moment. Bei Reut sind hier 64 Kilometer, das ist diese Richtung hier. Man kann aber wirklich weit sehen. Ihr seht es, ich stelle mal das Teil jetzt hier. So, und somit habe ich den 6-Kuppensteig auch fast geschafft. Jetzt muss ich nur noch wieder 3 Kilometer bergab, nach meiner Heimatort, nach Steinach. Ja, und dann sind die 38 Kilometer auch Geschichte. Auch wenn es 2 Teile sind, oder was heißt 2 Teile, aber ich wollte eigentlich eine Übernachtung machen, habt ihr ja gesehen und gehört alles, aber mein Knie, es geht, es hält noch durch die 3 Kilometer. Und ja, ach komm, ich zeige euch noch einen Ausblick. Mega! Ist das mega! So steht es hier, mir, da bin ich am Abgrund, das wäre ich der Abgrund. Da unten ist die Straße, da laufe ich dann vorbei, dann filme ich nochmal hoch, damit ihr es auch mal seht. Aber hier die Felsen, Moment, das ist echt klasse. Ach ja, der Ausblick, der schöne, einfach traumhaft. So. Und hier kann man auch wieder schön Rast machen. Am Kaufmannsgeräum heißt das Teil. Gibt es auch ein Gästebuch und Infohefte, da kann man sich eintragen, dass man hier war. Ich habe mich schon mal eingetragen, weil ich hier schon eine Runde gelaufen bin. Die Nummer, Rundwanderweg Nummer 3. Ach, ich verlinke euch das alles in der Beschreibung. So, hier ist der Anblick von unten. Da oben ist der Ausblick von der Pump. Und ihr seht, es ist steil und alles voller Schiefer. Mega. So, ich bin jetzt ja doch zur Bergungsgleise gelaufen. Das Tor ist offen, ihr seht es auch. Ich gehe jetzt auch mal rein. Ich zeige euch wenigstens ein bisschen was.
ist jetzt so absolut mega. Hinten gibt es noch Fischer zu sehen und auch noch Vögel. So, ihr habt es ja gerade großteils gesehen. Wenn ihr wirklich mal hier kommt oder in der Nähe seid, müsst ihr unbedingt hierher. Aber erst am Mittwoch, weil da ist am Mittwoch offen. Ich hatte heute Glück, wie schon erwähnt. Ich hatte nur das Tor aufgemacht, weil ein Handwerker gleich kommt.
Und somit konnte ich euch das zeigen. Aber hier gibt es so viel zu sehen. Das Essen schmeckt, frische Forellen, mega. Was willst du mehr eigentlich? Das Wetter ist noch herrlich dazu. Ja. Ich laufe jetzt auch den allerletzten Anstieg für diese Wanderung, für diesen Sechskuppensteig. Ach ja, herrlich. Das ist das Felsenhäuschen. Von da aus hat man auch wieder einen schönen Ausblick. Da oben bei dem Sendemast waren wir auch, das war die Milonsruh da oben. Jetzt sind wir einmal komplett rum. Mega. Ich befinde mich gerade im Schloss, im Innenraum. Hier finden eigentlich auch jährliche Veranstaltungen statt, aber ja, dieses Jahr aufgrund der Corona-Pandemie leider nicht. Hier gibt es auch die Steinhauer Spielzeugschachtel, das Freiwilligenverkehrsbüro, die Bibliothek und das Schiefermuseum. Ja, da ist halt aktuell nicht viel los. Aber es ist auch eine Sehenswürdigkeit, wo auf diesem Weg liegt. Muss ich ja so dazu sagen. Und hier sind auch noch ein paar Holzfiguren. So, liebe Leute, ich bin fast am Ziel, es sind nur noch ein paar Meter. Ich beende aber das Video jetzt hier beim Schluss. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Es waren anstrengende 38 Kilometer. Mir tut mein Knie weh. Leider konnte ich die Übernachtung nicht machen. Ist halt so. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Gebt mir ein Like, schreibt mir das in die Kommentare. Ganz wichtig, Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, um nichts zu verpassen. Und dann sage ich einfach mal... Ciao, ciao, bis zur nächsten Wanderung.